650 Schülerinnen und Schüler aus 15 Bundesländern waren hier in Nesselwang dabei. Nur Brandenburg fehlte. Für ein Winterfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics ein fantastischer Wert. Natürlich gibt es große Leistungsunterschiede, schließlich findet man ja nicht überall in Deutschland Berge mit Loipen, Pisten oder Schanzen. Und mit dem Schnee ist das ja gerade im Norden zum Beispiel auch immer so eine Sache. Die Schüler oder die Sportler, die in Schneeregionen wohnen, das aber auch trainieren, die haben schon einen Vorteil. Aber auffallend ist, dass auch schneeferne Regionen, Hamburg, Bremen, Berlin, dass da Schüler und Schülerinnen dabei sind, die sich unheimlich gut präsentieren. Dabei sein ist alles. Dieser olympische Urgedanke, hier ist er quasi mit Händen zu greifen. Und das Tolle am größten Schulsportturnier der Welt ist ja gerade, dass hier alle Bundesländer mitmachen dürfen. Also auch Sportler, die von den regionalen Voraussetzungen hier eigentlich keine Chance hätten. Sport hat eigentlich jeder im Blut, man muss es nur machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Sport zu betreiben. Für mich ist der Angelhaken jetzt als Sportler, als Wintersportler gesehen, was ich schon gesagt habe, Inline, Nordic Plating mit Stöcke, mit Rollski und dann den Wunsch, das auch auf Ski ausüben zu können. Und wer sagt denn eigentlich, dass nicht irgendwann auch mal ein Bundessieger beim Winterfinale aus dem Norden kommen kann? Und es gibt überall sehr starke, talentierte, sportlich talentierte junge Menschen. Man muss ihnen nur die Möglichkeit geben, ihr Talent zu entdecken. Sich mit den Besten zu messen, Siege zu erringen oder einfach nur dabei zu sein, um Spaß zu haben, all das ist Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics. Und dabei ist es völlig Schnuppe, ob die jungen Sportler nun aus Schleswig-Holstein, Berlin oder Bayern kommen.